Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play The Evil Within 2 mit Paxis. Wir versuchen immer noch dem Wahnsinn mit Sebastian zu entkommen. Deswegen sind wir noch im Pausenmenü, weil ich jetzt nicht weiß, der Wahnsinn weitergeht. Sobald ich jetzt auf Play drücke, auf Play sage ich schon, sobald ich aus dem Menü rausgehe, ist der Geist wahrscheinlich wieder hinter uns her. Und ja, deswegen das Intro quasi ohne Bewegung. Und jetzt geht's weiter mit dem Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob ich einer bestimmten Reihenfolge. Mit diesem Raum stimmt was nicht. Etwas, das ich nicht sehe. Auf jeden Fall ist es hier heller halt. Ist halt die Frage, ob ich in einem bestimmten Muster durch die Türen gehen muss, ob ich irgendwas hier machen muss, ob ich durch den Spiegel gehen soll, ob ich den Spiegel kaputt schießen muss. Dass irgendwas mit dem Raum nicht stimmt, das habe ich ja schon gemerkt. Aber wie gesagt, ich will nicht meine Munition jetzt hier verwenden. Ich bin nur ganz froh, dass uns das Monster gerade in Ruhe lässt. Wenn ich da lang gehe, von wo ich gekommen bin, also wenn ich hier nochmal versuche rauszugehen. Okay, das geht nicht mehr, okay. Na gut, hätte ja sein können, dass es so simpel ist. Mich wundert halt, dass der Geist uns in Ruhe lässt. Ich würde jetzt einfach nochmal die Tür hier probieren. Oder ich guck mal in alle rein. Ah, Moment, im Spiegel. Vielleicht kann ich im Spiegel was erkennen. Hier, da. Da leuchtet's hell. Das müsste der Raum sein. Der Spiegel verrät uns die Wahrheit. Gucken, wo es jetzt leuchtet. Leuchtet immer noch in der Tür. Es muss die Tür sein, oder? Die anderen sind dunkel. Also hier haben wir die Tür. Oder ist das die Tür? Müssen wir durch die? Da ist brennendes Licht, da auch. Nee, das ist die Tür, die leuchtet. Die sehen wir ja von hier aus. So, wenn wir uns hier hinstellen, dann ist es die, die dunkel ist, da. Ja, es muss die sein. Ich gehe nochmal da durch. Vielleicht bin ich zu blöd, es zu erkennen, aber ich finde zumindest, dass das mal ein Rätsel, was interessanter ist, weil ich nicht direkt durchsteige. Was steht hier drauf? Respirator Model 350, also irgendein Beatmungsgerät. Steht genau das gleiche drauf. Immer die gleiche Tür, aus der es so krass rausleuchtet.
Oder heißt das, dass wir genau in die nicht reingehen dürfen? Ja, ich wollte gucken, ob wir die Scheibe irgendwie noch kaputt machen können, ohne halt Munition zu verbrauchen, die ich halt nicht verwenden möchte. Also, es leuchtet. Die Tür hier. Vor uns hat die Tür geleuchtet. Also scheint es doch so zu sein. Oder? Mache ich mich gerade selber verrückt. Ah, das Leuchten ist weg. Ich habe recht. Okay. Jetzt müssen wir in die Tür rein. Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass uns der Geist so einfach hier gehen lässt. Das ist die Tür. Die Tür ist es nicht, es ist die hier. Ja, wahrscheinlich müssen wir durch jede Tür in der richtigen Reihenfolge durchgehen. Ich denke, das war's jetzt. Müsste das letzte Mal gewesen sein. Immer noch nicht. Oder liege ich falsch? Ist es nicht so, wie ich denke? Was anderes gibt's hier aber in dem Raum nicht. Gehe ich durch die falsche Tür? Nee, es ist die hier, die leuchtet. Ist doch krass, dass er nichts mehr sagt. Also, so von wegen, hä, was, hm? Jetzt ist es wieder woanders, jetzt ist es hier. Ich guck doch mal, ob irgendwas anderes leuchtet. Vielleicht muss ich ja auch irgendwas anderes machen, wenn wir den leuchtenden Türen. Das ist wieder die. Verdammt. Ein Dreck. Muss ich irgendwas machen? Kann ich die Betten bewegen? Kann ich auch nicht. Oder muss ich 10-mal so eine Tür durchgehen? Das kann auch nicht sein. Boah, was muss ich denn machen? Aber warum soll denn die Tür sonst so auffällig im Spiegel als einzige leuchten? Ich verstehe das nicht. Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Die Rätsel bisher waren so einfach. Ich muss irgendwas übersehen. Anders kann ich mir nicht erklären. Die werden doch nicht plötzlich so ein riesiges, schweres Rätsel reinbauen, wenn die anderen alle so leicht waren. Hm. Wieder die Tür. Es verändert sich halt nichts.
Außer, dass es immer mal irgendwo anders leuchtet. Jetzt wieder auf der Seite. Oh, fuck. Aber warum? Okay. Also, es scheint... Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich so, wir müssen immer in die Tür reingehen, die leuchtet. Und es sind aber ganz viele Türen, durch die wir gehen müssen. Und wir müssen es einfach weitermachen. Das ist eine Option. Eine andere Option ist, dass die Tür, die leuchtet, nicht bedeutet, dass wir da durchgehen müssen, sondern dass wir irgendwas anderes damit machen müssen. Ich weiß aber nicht, was. So, das sind meiner Meinung nach die beiden Optionen. Na gut, es gibt auch noch die dritte Option, dass es mit dem Leuchten gar nicht auf sich hat und ich nach irgendwas anderem suchen muss. Das ging natürlich auch noch. Moment mal, was passiert denn, wenn ich die Tür aufmache und dann in den Spiegel reingucke? So. Mach die mal auf. Okay, also die Tür bleibt immer gleich in der Ansicht. Aber ich habe auch erst gedacht, dass ich vielleicht da draufklettern muss und durch den Spiegel durchgehen, aber sieht auch nicht so aus. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Irgendwas stimmt mit dem Raum nicht. Hat er gesagt. Irgendwas stimmt mit dem Raum nicht. Aber die Türenrätsel sind doch eigentlich immer so, dass man die richtige Reihenfolge wissen muss. Manchmal sind es auch irgendwelche Töne, aber wir gucken mal, ob es irgendwo bei einer Tür anders klingt. Die Musik ist genau gleich. Gibt es irgendwo eine falsche, also noch eine Tür, gibt es noch eine weitere Tür? Wir haben da drüben zwei Türen. Wir haben hier zwei Türen, also das ist erstmal die gleiche Symmetrie. Wir haben einen Spiegel in der Mitte. Ist die Bettanzahl immer gleich? Wir haben 1, 2, 3 Betten. Wir haben 3 Betten, okay. Auch da ist die Symmetrie gleich. Können wir das verschieben? Können wir nicht verschieben? Der Schrank ist ein bisschen auffällig, aber... Auch damit können wir nicht agieren, wir können nirgendwo hochklettern. Ein Zurückgehen bringt nichts. Weil die Tür zu ist. Gucken wir trotzdem nochmal. Aber das scheint ein anderer Raum zu sein. Jetzt haben wir wieder den Raum, in den wir nicht reingehen können. Na gut. Ist der Raum jetzt kaputter als vorher? Wieder 3 Betten, wieder 4 Türen. Sah er die ganze Zeit schon so aus, der Boden? Kommt mir gerade anders vor. Die Tür hat sich wieder geändert, aber wo es rausleuchtet, aber bis jetzt, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt 100 Mal durch so eine Tür durchgehen sollen. Ah, der Boden ist wieder gleich dreckig. Jetzt ist es wieder die Tür. Oh, ist unfassbar. Verbringe ich jetzt die ganze Folge damit, dieses Rätsel zu lösen? Ich habe nicht mal... Also, ich habe einen Ansatz. Es muss irgendwas mit dem Licht zu tun haben, aber ich verkraft's einfach nicht, was ich falsch mache. Das ist wieder auf der anderen Seite, wie es aussieht. Fuck! Was übersehe ich denn? Gibt's noch irgendeinen Hinweis im Spiegel?
Sonst sieht eigentlich alles gleich aus. Und wenn wir den Spiegel mit Munition kaputt schießen müssten, dann hätten wir bestimmt welche gefunden hier. Das macht ja dann auch keinen Sinn sonst. Was habe ich denn noch für Optionen? Was übersehe ich denn? Muss ich schleichen? Aber ich wüsste nicht, warum sie was ändern soll, wenn ich schleiche. Das springt dann immer um, wenn ich irgendwo bestimmt weit gegangen bin. Keine Daten. Ja, Kommunikator kann ich nicht mehr anmachen. Ging gerade, aber jetzt geht's nicht mehr. Achso, das ist nur ein Fehler. Also hier drin soll man eigentlich, glaube ich, gar keinen Kommunikator anwenden können. Das ist nur, weil ich gerade die Karte aufmache und dann geht es anscheinend. Guck mal, wie das hin und her springt. Sehr merkwürdig. Wo ist sie dieses Mal als Leuchten? Hier. Gucken, ob das irgendwas ändert. Es ändert gar nichts. Es hat auch nichts damit zu tun, wie gesagt, dass ich den Kommunikator verwenden kann. Es scheint nur ein Bug zu sein, sobald ich in die Karte reingucke. Ich bin doch nicht dumm. Warum finde ich denn nicht raus, was ich hier machen muss? Oh, fuck. Was könnte es denn noch sein? Was könnte es denn noch sein? Irgendwas in den Fenstern. Gucken wir uns die mal an. Wir fangen an mit dem. So, das Fenster über Spiegel. Ausgangspunkt. Normal. Sieht normal aus. Auch bei den Fenstern kann ich nichts erkennen. Es muss doch irgendwas Simples sein. Was übersehe ich denn? Moment mal, er hat gesagt, irgendwas stimmt nicht mit dem Raum, was ich nicht sehen kann. Der Spiegel ist das Einzige, wo wir anscheinend in eine andere Welt gucken. Es muss mit dem Spiegel zusammenhängen. Ich verstehe aber nicht, was ich falsch mache. Mit dem Leuchten. Vielleicht interpretiere ich das Leuchten falsch. Vielleicht ist es gar nicht die Tür, durch die ich durchgehen muss. Vielleicht bedeutet nicht, dass wenn ich das jetzt hier leuchten sehe, heißt es vielleicht nicht, dass es die Tür ist, sondern die gespiegelte Version davon. Also müsste das dann ja... Moment. Hier sehe ich das Leuchten. Also die gespiegelte Version ist die da drüben. Probieren wir das mal so. Das wäre aber echt krass, weil da muss man ja echt krass um die Ecke denken. Oh, es ist wirklich so. Alter, wollt ihr mich verarschen? Unfassbar. Das ist ja ein super krasses Um-die-Ecke-Denken, weil nicht das, was reflektiert wird, sondern die gespiegelte Version davon, die reflektiert... Oh mein Gott, ist egal. Wir haben es geschafft. Aber echt ein schweres Rätsel. Das schwerste Rätsel bis jetzt. Also für mich zumindest. Kann natürlich sein, dass andere da anders denken.
Oh nein, nein! Durch welche Tür muss ich denn jetzt durch? Die Tür müsste sein, die hier. Scheint gerne zu singen, der Geist. Haben wir es jetzt geschafft? Oh, wir haben es geschafft. Warum verfolgt mich dieses Ding schon? Dir? Und wieder. Gute Frage, Sebastian. Gute Frage. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Das war ein krasses Rätsel. Also. Daher auch gut. Halt, was war hier? Gar nichts. Oh, fast eine ganze Folge gebraucht, nur um aus diesem blöden Rätsel rauszukommen. Unfassbar. Dann machen wir hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich denke, es war trotzdem eine gewisse Spannung dabei. Daumen nach oben, damit man euch loben. Abo dalassen, Glocke aktivieren, kein Video verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.